Thema des heutigen Tages: Gluten gut oder Gluten schlecht? Und ich glaube, das muss so jeder von euch selbst rausfinden, weil ja jeder nicht unbedingt alle Sachen gleich gut verträgt. Ja? Ich kann euch einfach mal ein bisschen von meiner Geschichte erzählen in Bezug auf Gluten. Also ich habe in der Kindheit immer nur Weißmehlprodukte gegessen. Es gab immer nur weiße Auszugsmehle in Form von Brotmahlzeiten mehrmals am Tag, in Form von Pizza, Waffeln, Keksen, Kuchen, ja, diese ganzen Hefeteige und sowas alles. Das war alles komplett Weißmehl. Also in meiner Ernährung als Kind und als Jugendlicher war auf jeden Fall weißes Weizenmehl immer Bestandteil. Und ich glaube, dass ich dadurch echt viel kaputt gemacht habe. In Kombination natürlich mit den ganzen Tierprodukten, die ich da gegessen habe. Und gerade auch Milch. Ich glaube, Milch und Gluten, dass das irgendwie sich gegenseitig so ein bisschen hochpusht und zusammen dann noch ein schlimmeres Gebräu wird. Und ja, ich habe dann irgendwann mit ungefähr 19, 20 mich informiert über gesunde Ernährung. Und ich hatte damals, so ab dem 14. Lebensjahr, eine chronische Nebenhöhlenentzündung. Darüber werde ich auch nochmal ein separates Video machen, wie ich die wieder wegbekommen habe. Und diese Entzündung wurde eigentlich immer dann stärker, wenn ich glutenlastiger gegessen habe. Und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, okay, Gluten komplett raus, Tierprodukte komplett raus. Erstmal alles auf Null fahren, damit der Körper sich selbst heilen kann. Weil dazu ist er einfach in der Lage, wenn du ihm die richtigen Bausteine, das richtige Rohmaterial zur Verfügung stellst. Und als ich dann ab und zu mal wieder, also vielleicht einmal alle 2 Monate, mal wieder Gluten gegessen habe, war es so, dass ich direkt am nächsten Morgen voll verschleimt war. Und ungefähr so eine Woche bis 14 Tage später wieder die fette Nebenhöhlenentzündung hatte. Also man konnte das echt so nach Termin einplanen, so Gluten gegessen, dann und dann eben wieder alles angeschwollen, alles zu und der ganze Schleim kam dann raus. Man muss natürlich jetzt wissen, was habe ich dann gegessen? Ja, ich habe dann einfach Nudeln gegessen und da kann man ja ausschließen, dass es wirklich irgendwas anderes war. Ja? Also beim Brot kannst du ja sagen, okay, es war die Hefe, es war das Salz da drin, es war das Öl da drin, es waren die Gewürze da drin. Ja? Da kannst du echt super weit ausholen. Ja? Das muss ja nicht nur das Gluten gewesen sein. Aber ich habe dann eben nur diese ganz normalen Standard weißen Nudeln dann wieder gegessen und die haben dann eben zu solchen Ergebnissen geführt. Und irgendwann habe ich dann entschieden, okay, vielleicht ist es jetzt mal nach 4 Jahren glutenfreier Ernährung wieder Zeit, das Ganze so ein bisschen seicht einzugliedern und mal zu gucken, was dann überhaupt passiert. Und ich glaube, die Einstellung, die man zum Gluten hat, ist auch ziemlich wichtig. Wenn du sagst, sobald ich glutenhaltige Sachen esse, werde ich tot umfallen, dann wird Gluten nicht wirklich gut verdauen. Ja? Wenn du aber sagst, okay, hey, ich probiere das Ganze jetzt mal aus und ich guck mal, bin vollkommen offen und guck mal, wie das so funktioniert mit meinem Körper, dann hat das natürlich einen ganz anderen Effekt. Und mit dieser letzten Einstellung bin ich eben da dran gegangen und habe, was habe ich integriert? Ich habe so ein bisschen Couscous ab und zu mal, vielleicht einmal im Monat oder so integriert. Ich habe Pizza integriert, auch so einmal im Monat ungefähr. Ich habe Haferflocken integriert. Bei Haferflocken bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich glutenhaltig sind oder nicht. Wenn da einer von euch mehr weiß, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Jedenfalls, als ich das mal wieder so ganz schleichend integriert habe, habe ich keine Probleme mehr damit gehabt. Also ich glaube wirklich, dass man eine Glutenempfindlichkeit, die entstanden ist, dadurch, dass du dich eben von zu vielen Glutenprodukten ernährt hast, die eben auch noch Auszugsmehl sind, ja, dass man die auf jeden Fall rückgängig machen kann, indem man einfach lange darauf verzichtet. Also meine Theorie ist mittlerweile, dass Gluten gar nicht so schlimm ist, wenn das sich in einer natürlichen Umgebung befindet. Ja?
Also sagen wir jetzt mal, du hast eine ganz normale Getreidesorte, die nicht jetzt speziell hochgezüchtet worden ist im Gluten, so wie die meisten Weizensorten das aber leider heutzutage sind. Ja? Die sind extra hoch im Gluten, damit das Ganze ein bisschen fluffiger ist, so, ja, und damit das besser aussieht, weil das mehr aufgeht durch die Hefe und was weiß ich. Das ist eben das, womit unser Körper nicht wirklich umgehen kann. Aber wir müssen auch bedenken, der Mensch hat sich seit Jahrtausenden von Getreide ernährt, ja, und hatte damit keine Probleme. Und ich glaube auch, dass das vollkommen in Ordnung ist, wenn man jetzt sagt, ich baue regelmäßig wieder Vollkornprodukte in meine Ernährung ein, die jetzt nicht unbedingt aus diesen hochgezüchteten Weizen bestehen, sondern vielleicht aus Dinkel oder aus anderen Getreidesorten. Ja. Ich glaube nicht, dass das dann ein Problem machen wird. Ihr müsst natürlich selber entscheiden, ob das Gluten jetzt für euch so der Teufel ist oder ob ihr sagt, Gluten macht überhaupt keine Probleme bei mir, ich integriere das einfach und alles ist in Ordnung. Aber das ist einfach so meine Geschichte. Vielleicht hilft euch das irgendwie weiter. Ciao.